Herzlich willkommen zum ersten Tag der Dreamhack. Wir haben unser erstes Spiel, ein dänisch-französisches Duell auf Antigua Shipyard. Sehen wir in der rechten unteren Ecke aus Frankreich den Terraner Origin. Und in der linken oberen Ecke den dänischen Zerg-Spieler Kek Mau. Beide Spieler haben die mehr oder weniger weite Reise angetreten nach Schweden zu Dreamhack. Da hat es der Zerg-Spieler hier nicht ganz so weit bekanntlich. Wer im Erdkundeunterricht aufgepasst hat, weiß, dass Dänemark nicht so weit weg entfernt liegt von Schweden, wie Frankreich das eben tut. Aber natürlich auch er möchte hier möglichst weit kommen. Wir starten mit 32 Gruppen, entsprechend 128 Spieler, 4 Spieler pro Gruppe. In diesem ersten Tag der Dreamhack gibt es die zweite Gruppenphase mit nur noch halb so viel Gruppen, nämlich 16. Und im Anschluss dann am nächsten Tag die dritte Gruppenphase, sind es dann nur noch 8 Gruppen und im Anschluss die Playoffs, das ganze Spektakel bis Montag. Und im Idealfall natürlich verspricht man sich als Spieler, bis zu den Playoffs zu kommen oder noch viel weiter. Kek Mau und Origin, beides eher unbekanntere Spieler natürlich, davon haben wir hier gerade in den ersten Runden noch mehrere. Aber das macht ja an sich nichts, auch mal ein paar neue Talente kennenlernen. Auch viele bekannte Namen mit dabei. Sehen hier vom Zerg-Spieler natürlich die Hedge First. Ich denke, dadurch, dass die Offline-Erfahrung sich bei den beiden sicherlich in Grenzen hält, wird da sicherlich ein wenig Nervosität mit drin liegen. Es ist das erste Spiel an dem heutigen Tag für die beiden. Dass man dann natürlich sich eingerichtet hat, eingespielt ist, das dauert ein ganzes Weilchen. Sehen auch Origin mit der frühen Expansion. One Barracks, no Gas. Holt die beiden Refineries natürlich nach. Das hat man häufig, denn die Terraner dann auf die Hellions gehend wollen sich diesen Vorteil einfach nicht nehmen lassen, mit den Hellions die Map-Control zu halten. Nach Möglichkeit natürlich auch den Creep ein bisschen eindämmen. Das Ganze ist nicht mehr ganz so effizient geworden, seitdem die Queen dann eine etwas größere Range hat, von 3 auf 5. Dennoch natürlich unverzichtbar. Mittlerweile gehen aber auch einige Terraner, wie beispielsweise QXC her, die dann einfach hier vorne ganz, ganz dreist den Bunker setzen, um eben den Creep aufzuhalten. Wie wichtig der Creep ist, das hat man häufig gesehen in diesen Matchups. Von daher natürlich auch, gerade mit dieser stärkeren Queen, gehen viele Zerg-Spieler her, bauen nicht nur die zwei Queens, wie wir sehen, auch Kek Mau holt schon die dritte. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar noch eine vierte oder fünfte sehen. Das Ganze hängt natürlich jetzt davon ab, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Wir sehen den Spinecrawler, um hinten sicher zu stehen. Gas wird soweit nicht gemeint. Da hat man gerade mal die 100 gesammelt für Metabolic Boost. Und an dieser Stelle soll das zunächst genügen. Momentan konzentriert sich der Zerg ganz darauf, sein Economy hochzuziehen. Gas kommt dann erst wieder, wenn auch der Tech kommt. Und auch Origin erstmal ganz, ganz vorsichtig den Bunker hinten. Schön von Kek Mau, der natürlich mit dem Zergling hier einfach mal reinläuft, schaut, was geht. Wir sehen auch die dritte Expansion. Auch das nichts Ungewöhnliches dieser Tage. Mittlerweile fast schon Standard. Gerade auch von Antigua Shipyard, wo man diese dritte Basis noch relativ gut nehmen kann. Natürlich auch hier vorne die Backdoor Rocks. Das wird dann wieder ein bisschen riskanter. Aber an sich, drei Basen bekommt man auf dieser Map ziemlich gut. Schwieriger wird es dann mit Basis Nummer 4. Für Basis Nummer 4 braucht man auf jeden Fall Map Control. Und damit wären wir hier wieder bei den beiden Hellions. Sich natürlich direkt auf dem Weg machen. Und zunächst den Watchtower von den beiden Zerglingen befreien, das sollte kein Problem sein. An sich die Hellions mehr oder weniger der direkte Konter zu den Zerglingen. Den Firebat ersetzt, den es ja noch zu Broodwar-Zeiten gab. Nachteil bei den Hellions ist dieser strahlenförmige Schaden. Das heißt, wenn die Zerglinge weit aufgefächert vor allem stehen, dann sind die Hellions da nicht mehr ganz so effektiv. Und wenn es surrounded ist, ist es sowieso vorbei. Dadurch wird es natürlich dann in Heart of the Swarm noch diesen Battle-Modus geben, um dieses Manko wieder wettzumachen, damit die Hellions dann auch im direkten Nahkampf eine Chance haben. Ansonsten wichtig bei den Teilen, dass man sie immer und immer in Bewegung hält.
Vier Stück hat Origin schon. Entsprechend ist natürlich gegen Mao dazu gezwungen, ein paar mehr Dinge zu holen. Wir sehen die 1-1 Upgrades und an sich lässt das natürlich auf Investoren schließen. Spying Crawler und Queen. Also da gibt es hier zunächst mit den Hellions kein Reinkommen, aber wir haben ja schon gesagt, an sich soll hier nur erstmal der Creep eingedämmt werden. Origin selbst produziert natürlich auch keine Hellions mehr. Der geht direkt auf die Tanks, Marine Tanks. Die Standardkombination in diesem Matchup. Und jetzt geht's auch schon raus. Da muss er aufpassen mit den Hellions, dass er sich da nicht einholen lässt. Wir sehen hier natürlich ein schönes Hellion Micro. Natürlich in einer etwas ruhigeren Phase, deswegen noch relativ gut durchzuführen. Wir sehen jetzt weiter den Leer-Tag. Ansonsten natürlich keinen weiteren Tag, kein Roach-Roll, kein gar nichts. Denn nur die Zerglinge. Ling-Infestor wahrscheinlich. Auch Mutilisten sind möglich. Aber da holt man dann meistens eher nur das eine Upgrade. Man braucht auf jeden Fall für beides sehr, sehr viel Gas. Wie wir sehen, sammelt der Zerg-Spieler natürlich momentan einiges davon. Sehen auch die dritte Basis hier. Und mit den Lingen will man sich natürlich nicht einkerkern lassen. Da will man jetzt schauen, ob auch der Terraner seine dritte Basis nimmt. Greift hier auch sehr schön die Marines ab, die einfach nur auf Overlord-Jagd gewesen sein wollten. Dritte Basis vom Terraner platziert. Genau das bekommt Kegmau mit. Und in der Basis eben das Infestation-Pit. Ganz wie wir uns das gedacht haben. Und ja, sind hier die SUVs dran. Die Hellions am Repairen. Das ist ein bisschen, ja, unnötig an der Stelle. Kriegt hier zwei SUVs soweit sogar noch abgegriffen. Das hätte man an Orange Stelle ein wenig eleganter lösen können. Vielleicht auch lösen müssen. Dieser Overlord, der sollte gesniped werden. Natürlich auf dem Weg hier zur dritten. Also später zur vierten kann der einen ganz guten Expansion denyen. Vor allem, wenn man die hier vorne abgreifen sollte. Das sind die Linge. Erwischen hier den Tank ganz alleine am Bunker dran. Auch der fällt. Und da helfen die paar Hellions. Jetzt hinten steht noch eine Tank. Aber auch da sind die Linge dran. Und dann kann er halt nicht mehr feuern. Das ist es halt mit der Mindest Range. Und 15 Hitpoints. Das Ding überlebt hier wirklich ganz, ganz knapp. 7 Kills. Gefällt mir gut hier, Kegmau. Übernimmt hier das Spiel ein wenig dominanter momentan. Origin da sehr, sehr passiv allgemein im Spiel. Da kommt gar nichts und vor allem immer diese Ling-Run-Bites. Das kostet kaum was. Ja, Linge sind spottenbillig. Jetzt natürlich macht er sich die dritte Basis frei. Und allgemein, dadurch, dass Kegmau hier so aggressiv aufspielt, hat er die Möglichkeit, eben hinten locker die Infestoren zu holen, die 2-2 Upgrades. Und genau so sollte man natürlich auch gegen Terraner spielen. Dass man sich eben nicht zurückdrängen lässt, den Terraner damit in Siege Tanks kommen lässt und sich aufbauen lässt. Nein, nein, nein. Ja, man baut sich hinten auf, während der Terraner immer schön beschäftigt wird. Sehen jetzt erst das Starport von Origin. Sehr, sehr spät. Auch Stim sehr, sehr spät. Das sehr defensiver Bild eben. Hätte er hier Druck machen wollen, hätte er eben Medivex und Stim deutlich eher holen müssen. Auch für ihn gibt es die 2-2 Upgrades. Kann man an sich natürlich, wir haben es angesprochen, darauf schieben, dass beide Spieler sicherlich nervös sind. Es ist das erste Auftaktmatch und natürlich mit Teja zum Beispiel auch einen ziemlich schweren Brocken mit in der Gruppe. Ja, an sich natürlich viele Vorteile hier für Kegmau. Wir sehen sogar schon Hive-Tag Borrow. Also wenn Origin ihn da wirklich auf Rootlords kommen lässt, das wäre hässlich. Oder Ultralisten natürlich. Dadurch, dass das Starport so spät kam, natürlich kaum Medivex. Da wäre es bitter, wenn man schon direkt auf die Viking-Produktion umsteigen müsste. Da wäre schon fast ein zweites Starport fällig. Sehen entsprechend natürlich den Spire. Also viel zu passiv hier, Origin. Keine Drops, gar nichts. Also der verschenkt hier wirklich Potenzial. Immer mal wieder so einzelne Marines, die jetzt wieder den Watchtower freikämpfen. Sollen, aber was er nicht wissen kann. Da ist ein ganzer Rudel Zerglinger unterwegs und auch die Marines gehen hier einfach mal komplett unter. Best of three, Origin jetzt im Supply eben ein wenig voraus. Hopfen und Malz ist auf keinen Fall verloren, nein. Natürlich hängt sehr vieles jetzt davon ab, wie die Fights dann auch genommen werden.
Vor allem Terraner darf man niemals unterschätzen und vor allem Terraner sind wirklich sehr, sehr schwer zu töten. Natürlich so eine kleine Wunderwaffe namens Mulesine. 3-3 Upgrades, Adrenal Glances schon. Auch die Marines bekommen hier 3 Attack Upgrade. Jetzt hier vorne endlich mal der Drop an der Basis. Die Hatchery sniped er hier raus. Da sind die Zerglinge natürlich viel, viel zu spät dran. Und da wird er entkommen. Ah, endlich, endlich. Endlich passiert hier mal was auf Seiten von Origin. Aber da sind die Infestoren und das ist bitter. Kommt natürlich direkt die Swarmax. Jetzt muss nochmal der Fungal kommen. Und 2 vollbeladene Medivacs räumt er hier einfach mal auf. Das war nicht wirklich billig hier, die Hatchery. Wir sehen die Lost Units oben links eingeblendet. Den Greater Spire. Und jetzt nutzt Origin die Gunst der Stunde. 109 im Army Supply hat er. Aber eine sehr, sehr Marine-lastige Army. Mit 68 Stück. Sehr, sehr anfällig für Fundles. Nur 4 Medivacs. Das ist nicht viel für diese Anzahl an Marines. Jetzt kommen auch schon die ersten Corruptor. Er macht sich breit auf der Mitte. Eben wohl wissend, wer die Mitte hat. Kontrolliert die ganze Map in diesem Fall. 2 weitere Command-Center unterwegs und da sind die Linke dran an den Tanks, bevor die sie trennt. Das macht es natürlich den Investoren umso einfacher. Das sind die Fangen dran. Sehr schön hier, wie Kegmao den Fight nimmt. Super gemacht. Die Siege-Tanks, kaum Schaden gemacht. 2 Kills, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Und immer wieder die Investoren räumen dann die Marines ab. Aber Origin weiter auf dem Vormarsch. Da muss Kegmao natürlich nachproduzieren. Aber das macht er hier relativ gut. Verlangsamt auch diesen ganzen Push des Terraners. Jetzt nochmal die Infestoren zur Stelle. Durch Origin direkt dabei, diese Marines wieder zu splitten. Nimmt sich hier die Basis in der Mitte. Die Golden Minerals auf dieser Version natürlich längst entfernt. Gleich haben wir die Broodlords auf dem Weg. Jetzt nochmal der Fungal. Die Marines hier vorne chancenlos. Und er muss auch aufpassen auf seine Medivacs. Die haben kaum noch Energie. Also diese Stellung kann er momentan einfach nicht mehr halten. Beide Spieler mittlerweile ihre 4. Basis in Beschlag. Für Kegmao soll es schon Nummer 5 werden. Am meinen ist damit wirklich noch nichts. Aber er braucht jetzt langsam Vikings, Origin. Er braucht Vikings. Aber die hat er nicht. Die hat er nicht. Da wird auch nichts produziert. Wieder sehr, sehr viele Marines nur. Und da sehen wir die ganz, ganz schweren Wummen. Da muss er natürlich die Infestoren mitschicken, weil sonst stellen sich die Marines dann runter und zeigen, was ihre 3-3-Upgrades so bewirken. Die Vikings hier soweit noch ohne Upgrades. Also die Broodlords sollte man allgemein nie ohne Gleitschutz losschicken. Gleichzeitig der Drop jetzt von Origin. 200 Supply hat er hier schon. Da steht ein Spore-Troller, da steht ein Spine-Troller. Für 3 Dropships natürlich nicht genug. Geht's natürlich sofort, diese Medivacs aus dem Weg zu räumen. Und die wird er gleich noch schmerzlich vermissen. Aber jetzt erstmal die Marines, die hier aufräumen wollen. Die Infestoren kommen. Schön gesplittet hier von Origin. Also so langsam fängt er sich ja einfach. Die Nervosität scheinbar genommen. Und das ist jetzt wichtig, dass er hier die Broodlords beschäftigt hält. Gleichzeitig eben diese Basen rausnimmt. Auch diese Hatchery nicht zu retten. Schön die Drohnen eingebaut. Was ein Comeback hier vorne. Und das verschafft ihn Zeit. Das verschafft jetzt Origin Zeit, Vikings zu produzieren. Ja, ganz, ganz dringend auch. Es würde sich sogar ein 2. Starport anbieten. Einfach, weil wir nur noch 2 Medivacs auf dem Feld haben. Und das ist natürlich zu wenig. Das ist viel zu wenig. Auch Kegmao. Fragt man sich natürlich, was macht der hier? Braucht weitere Investoren unter anderem. Einfach gesagt als getan. In der Zwischenzeit, der Terraner hier auf 200 Supply nimmt auch die Drohnen weg, was die hier zu suchen haben. Ja, das weiß hier nur Kegmao. Also er gibt das Spiel hier komplett aus der Hand, nachdem es wirklich schön für ihn angefangen hat. Jetzt kommen die Double Starports und der bereitet sich natürlich darauf vor. Schön der Fangel auf die Vikings. Die Broodlords auf dem Vormarsch, da muss er aufpassen. Die Corruptor stellen sich den Vikings und kriegen diese geklärt. Und jetzt fehlt natürlich die Anti, abgesehen von den Marines. Aber die müssen sich vor den Infestoren in Acht nehmen. Und nach lockert Kegmao hier die Stellung wieder auf. Die Siege-Tanks, die gehen hier runter wie nichts. Die machen gar nichts. Die können nichts machen. Auch dieser Viking wieder erledigt. Jetzt muss er hier die Flucht nach vorne riskieren. Die Marines stehen sehr, sehr weit hinten. Bekommen aber den Infestor. Und jetzt fehlt der Fungal. Jetzt fehlt der Fungal. Und einzeln werden hier die Broodlords rausgefokust mit den Marines. Ohne Medivac Support kriegt er die Broodlords abgeräumt. Oh Mann, Kegmao. Verliert hier seine gesamte Artillerie. Das ist alles andere als gut. Vor allem die Infestoren, die hier teilweise mit voller Energie sterben.
Origin mit seinem Collector's Thrall auf dem Vormarsch, hat seine nächste Basis hier in Beschlag mit der Planetary, steht um ihn deutlich, deutlich besser bestellt, auch im Inkampf. Sowas wollen wir sehen, solche Comebacks. Da ist einfach mal ein Knoten geplatzt. Ja, hier stehen noch die Spinecrawler und Beschützsniper dieser Basis. Hier ist er am längsten Bestand hat, direkt neben der Terranischen. Also da könnte man auf jeden Fall noch was unternehmen. Wir sehen jetzt sogar die Upgrades für die Ravens. Kranke Scheiße, da holt er hier einfach mal auch die Seeker Missiles. Ich finde sowieso Raven, das ist eine Einheit, die man deutlich häufiger holen sollte als Terraner. Klar, SCV kann nicht gebaut werden, Spawner Supply. Ja, allein schon, um Detection zu haben. Nicht immer scannen zu müssen. Aber auch eben die Point Defense schon, wie wir sehen, die Seeker Missile gegen die Broodlords wirkt wahre Wunder, wenn man damit umgehen kann. Jetzt nochmal die Stim Marines. Scheiß, wer braucht schon Medivacs? Wenn man Stim hat, ein Medivac für die ganze Truppe. Aber die steht hier einfach ungefährdet. Also das kann man Origin vorwerfen. Aber der hat hier einfach mal Wegwerfartikel mehr oder weniger. Da sagt sich, okay, wofür Medivacs? Kann ich mehr Marines bauen? Und wenn die tot gehen, ja, dann baue ich halt einfach mal neue. So einfach ist das hier. Jetzt der Zerg-Spieler, wie wir halt sehen, wie wir schon gesagt haben, der Zerg-Spieler wieder auf drei Basen zurück, versucht hier die vierte zu nehmen. Das ist einfach der Punkt. Origin kontrolliert die Map, kann damit mehr als eine dritte Basis versorgen, hat hier sogar fünf Stück und der Zerg-Spieler eben nicht. Das hat er sich komplett wegnehmen lassen. Hier nochmal der Versuch, eben mit weniger Supply hier das Ganze aufzubrechen. Mit den Broodlords. Die Vikings sind beschäftigt zur Zeit mit den Corruptern. Wir haben hinten die Infestoren. Der Thor ist aus dem Weg geräumt. Zwei Stück stehen noch. Drei Stück stehen noch. Da muss er natürlich deutlich, deutlich effizienter werden. Versucht hier auch diese Mitte einfach zu stürmen. Die Infestoren können nicht hoch aufgrund der Siege Tanks. Die halten diese ganz gut im Schach. Jetzt die Corrupter dagegen. Fressen die aber den Damage auch von den Thors. Die hier mit den Area Damage zu Buche schlagen. Jetzt geht's da, die Swarmax reingeschickt. Broodlord stehen noch nach da, aber nicht mehr wirklich wieder. Zwei Stück sind übrig. Der Fungal fehlt. Aber er kriegt hier tatsächlich nochmal die Mitte freigeräumt, während die Marines hier vorne die vierte Basis geklärt haben. Ein weiteres Mal, muss man sagen, an der Stelle. Der letzte Broodlord. Den Vikings ist es scheinbar fast egal. Die fliegen jetzt mies ganz nah auf Tuchfühlück. Nächster Versuch, kick mal auf. Aber das ist jetzt vorbei. Also ich meine, da baut er sich hier natürlich auf. Das lässt er sich nicht mehr nehmen. Hier fliegen schon die Command Center, die Orbital Commands. Das wird so nichts mehr. Ein Attacker Upgrade. Best of three. Alle Spiele bis aufs Finale. Das heißt, er hat auf jeden Fall noch eine Chance, nur halt nicht mehr auf Antigua. Und da stehen die Investoren ganz allein gelassen. Da reagiert er hier kaum drauf. Origin auf dem Vormarsch, da sieht man hier vielleicht auch schon so ein bisschen Resignation. GG! 1-0 für den Franzosen.